Ja, und schon geht's los. Ich habe hier mal eine spannende Runde mit Randoms aufgezeichnet. Wirkt am Anfang gar nicht so interessant, entwickelt sich dann aber doch noch ja, sehr lustig zum Ende hin. Ab und zu quatsche ich mal drüber, um ja, meine Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, während des Spielens euch mitzuteilen. Und weil ich den In-Game-Voice-Chat hier irgendwie nicht mitgeschnitten habe. Ja, ich bin hier im letzten Akt der zweiten Questline, habe auch nur noch Feuerschaden an Jägern zu machen und mit der Munition der Bombe Schaden an Jägern. Dann wäre ich durch mit der Questline, deshalb habe ich den Jäger auch hier so ausgerüstet. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen vorspulen, bis wir ja, vielleicht beim Boss ankommen oder auf Jäger treffen. Werdet sehen. So, und da sind wir auch schon beim Boss angekommen. Ich habe ja erst kurz überlegt, ob ich den Boss mit der Bombenlance mache, was eigentlich nicht so geil ist bei Scrappy. Oder ob hier der Kollege mit der Sticky reingeht, was er ja dann wohl auch macht. Habe mich dann dazu entschieden, ein paar Fässer zu vermehren, vornehmlich die gelbe, damit ich den Brandschaden mache, hat die aber erstmal ein anderes auf die Seite. Und da hinten noch die Fässer. Aber dann war mir so, als ob ich hier was hören würde. Ja, das hat gesessen. Gesehen habe ich natürlich nichts. Im Prinzip hätte ich schon stutzig werden müssen. Man sieht es vielleicht auch gleich. Ich war kurz stutzig, dass der immer davon schon aggro war. Ich habe vielleicht überlegt, ob das mit Scrappy zu tun hat, aber letztendlich waren wohl die Gegner schon relativ nah drin. Ich mal hier meine Bombenlänge-Munition ein. Hat ganz gut geklappt, den Feuerschaden zu machen.
Ja, man merkte bei dem Fight aber schon, dass wir uns hier im 4er MMR-Bereich bewegten, da ich erst kürzlich wieder runtergerutscht bin. Aber zumindest war jetzt schon mal ein Team raus. Das klingt fast so, als ob da noch jemand kommt. Cool. Do you want to head back inside? Ja, ein Team im Nordosten, im Wald, und ein weiteres Team im Süden. Das bleibt also spannend. Das ist meine einzige Falle, die ich hier gesehen hatte. Das bleibt wie gesagt spannend. Hier teile ich meinem Mate mit, dass ich bevorzuge drin zu bleiben mit meinem Loadout gegen Sparks und Cartier. Ich stand nichts entgegenzusetzen mit meiner Lanze und der kurzen Vinny. Beginnt gleich der lustige, spannende Teil, weil der Mate von mir, der die Bande aufgenommen hat, und einer aus dem südlichen Team letzte Runde zusammengezockt hatten. Don't shoot me! Fuck off! Team, go back to other bounty, to my bounty! I go back. Bye bye. Cheers, Tony. Have a good game. Okay. Don't shoot us, we help us, you, and we take a little bounty. Okay, sure. Nice. The White House? The other team? Yeah, I'm not sure where you are, though. Okay. There's a team shooting us. Double pistol and shot here. I need to push. Try it. I'm not over here. Good. Where are you staying? Yes. Ist kurz etwas unübersichtlich, so dass ich auf meinen Mate geschossen habe.
Wo kam der denn jetzt her? Keine Ahnung. Von unten scheinbar nicht. Outside on the White House. No, no, I don't kill you inside. The two guys behind the White House. Mosin, come down, Mosin. Oh, Mosin. Come down to me. We share the bounty. Kill the team outside, help me. Behind the house here, help me, help me. My mate, when you help a team kill in the White House. Oh, he's inside. He's inside. With, oh no. Pushy Mosin, ey. The chair. You became my bounty from the other boss. We share. Oh no, no, I'm, it's me. Okay. I don't shoot. It's me. I don't shoot. Mosin, come here. We make a plan. Mosin, to the White House. Push, push, push. Share the bounty. I take this one bounty and you take the others from this boss, the butcher. Okay. Nice. This is teammate. Don't shoot, teammate. Don't shoot. Don't shoot. And this you killed inside. Very nice. Very nice. What is going on? Stony and me played last round. Oh no way. Yeah. I'm dangerous. Don't shoot me. Oh my. I shotgun someone in there, I don't know if I was supposed to do it. Yeah, it was me. it's a good shot, guys. But it did break the deal. You messaged me, bro. I'm a bit of a noob, by the way, as you can tell. I don't know really what I'm doing. I haven't played this game in months. I forgot about necromancing. Yeah, have a team round. That's very good, very good. Bye! Thank you for all trading. For trading. Yeah, genau, yes, yes.
Hey, Mosin is crazy. Mosin and Machete. So crazy loadout. Looks so funny here. Six hunters. Yeah, that other team is gonna report us for teaming there. Yes. Oh no, he teamed six person. The solo. When the solo is lucky. Look at us. Oh man. Okay, Mosin, go to the bounty. Check if you pick it up. You want me to pick it up? Alright, yeah, sweet. Nice. Thanks. One more left. Yeah, let you guys get it. And then we'll head north so we don't block each other's extract. Yes, we go as fault, Bolden. Yeah, you go forward and we'll go north. Okay. Cheers, guys. Haha, see ya, bro. Go well, friends. See you in the next lobby. Yeah. Use your see you later, guys. Very good. Goodbye. Bye-bye. Right. I played the last round. Stayed. No joke. And he was absolutely hilarious. Yeah. He's funny, isn't he? He was absolutely hilarious in the round. He was like, I went down early on, and he picked me up and he goes, "Now we have to die!" And just ran out of the building room. And me, him and our other teammate killed like five people just mad charging him with him laughing. It was like, fucking yeah, it's great. So his name came to bed, was like, that's amazing. Yeah, so I haven't played with him before. He's just that last round. Now he's done again. This game is funny, man. You meet everyone's so chill on this game. Yeah, most of the time. It's really good. Especially like Europe. Solid to the apple, right? Yeah. Most of it's good. Most of it's good. Yeah, all Europeans are sound, mate. Ja, das war's im Prinzip. Ganz nette Bekanntschaften hier. Ganz lustig. So oft kommt das nicht vor, dass sich sowas ergibt im Spiel. Bin jetzt bei, glaube ich, 3.500 Spielstunden und das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass sich das so bei mir ergeben hat. Ja, also, letztendlich sind wir dann noch ganz normal extrahiert. Bis dahin spule ich jetzt einfach mal in höhere Geschwindigkeit vor. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Runden bringen. Nice. See you in a bit, boys.